Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvetes Vector Tores zu einem weiteren Teil von Let's Play Together. Genau, this is Dysentrie, Total War. Ihr seht hier wieder meine Fäkalienverteilung hier übrigens. Ne? Bin mir dem Tante Günther auch bekannt als Günther Schello und ich bin natürlich nicht der Einzige, der hier an der Ruhr erkrankt ist. Nein, der Mr. Merp gehört auch zu den Erlesenen. Ich grüße dich. Genau, hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Wobei es zum Glück nur meine Stadt ist schon wieder gesund und ich auch. Du bist hier der... Ich bin jetzt der Fäkalienverteiler. Genau, du bitte Social Distance dich doch mal ein bisschen da oben. Ich würde es gerne machen, ne? Ja, schauen wir mal gerade. Kann ich hier irgendwas... Weißt du, was ich lustig finde? Erzähl mal. Dass jetzt gerade eben erst so durch die Medien geht. Das Bescheuerte ist, es sind Dinge, die eigentlich, also zumindest mir relativ früh schon klar waren. Die Darstellung, wie du jetzt hier gerade eben wirklich diese Krankheit ausdampfst, ist ja eigentlich schon... Superspreader sozusagen. Ne? Ja, aber das ist sogar unfassbar realistisch, wie ja jetzt einige Computersimulationen schon gezeigt haben. Das Bekloppte ist bloß, ich weiß gar nicht, warum das jetzt insbesondere beim Thema Corona, sage ich jetzt mal, gar nicht, also vielen Leuten gar nicht am Anfang so klar gewesen ist, weil, also zumindest zu meinen Studienzeiten war das eigentlich schon Common Knowledge. Weißt du, so... In den Medien tun sie so, als ob das jetzt, also wir nehmen das gerade eben heute am 12.06. auf, Leute. Das ist jetzt so in der letzten Woche ja so groß ein Thema gewesen. Ja, wir sind einen Monat weiter, ne? Oder ihr seid einen Monat weiter. Genau. Ne? Und die Medien tun jetzt so, als ob das jetzt die totale Überraschung wäre. ihr merkt schon, da wird manchmal echt eine Show drum gemacht, um das Unwissen. Also oh ja, oh ja. So... Naja, es ist manchmal dann doch schon sehr privilegiert, wenn man gewisse Dinge wissen darf, ne? Oh, guck mal, die Welt bald wieder zu Gast bei Freunden. Ich finde es nach wie vor immer noch lächerlich, dass der Typ da hinlaufen kann, einfach in der normalen Marschstellung, ne? Komm schon echt lächerlich weit. Wie wäre es, wenn ich dem jetzt Corona gebe und dann läuft er zurück? Das wäre eigentlich ganz witzig. Die ganzen Scheißen der Welt. Oh, ich bin an Imperium-Stufe aufgestiegen. Ich bin jetzt einschüchternd. Oh, das war's aber vorher auch schon. Deine, ja, ja, deine beeindruckenden Streitmächte. Warte mal, wo ist denn... Ach, nee, den verlangsame ich jetzt hier mal, den Penner da oben, ne? Ja, mach mal, das ist eine gute Idee. Den Veneter. Erfolg. So. Auch nur so eine Billo-Truppe. So, ich habe übrigens eine Tech geforscht. Ich freue mich. Sehr sogar. Ich fasse es nicht. Was mache ich jetzt mit dem Scheiß? Ich forsche das nächste. Es dauert wieder 12 Turns. Es ist traurig. Ich sage dir, es ist traurig, wie lange das Stehst dauert. Stehst du da im Hinterhalt eigentlich? Ja, ne? Ich stehe da in einem aktiven Hinterhalt. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich das hier auch fertiggestellt. Jetzt mache ich... Boah, ich mache nur noch 939. Die Dänen sind übrigens da. Mit dieser dämlichen Flotte nochmal irgendwas tun? Pff. Geh mal wieder rein in die Stadt, ne? So. Ist das der Hadrianswall? Das war's schon wieder. So, mal wieder 228 Mann verloren. Aber dafür sollte jetzt die Seuche angeblich zu Ende sein. Okay. Tatsache, dass er hart rennt, weil. Happy Dappy. Dann, Arrest die doch mal bitte. Cool. La 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 la. Das ist übrigens auch aufgehört zu superspreaden. Das ist dir aufgefallen? Ja. Das war aber eine schnelle. Wahrscheinlich sind die Desinfektionsmittel schon erfunden worden, weißt du? Kam Trump vorbei und hat allen empfohlen, mal eine Runde Bleiche zu schlürfen. Ja, genau, stimmt. Das macht er ja auch, ne? Das ist halt echt so unfassbar. Das ist so unfassbar, ja. Also. Da habe ich auch nichts mehr ausgehalten. Aber weißt du, was ich noch schlimmer finde, ist, dass, also das sind so Dinge.
dass der das dann so runterspielt und dass dann die Leute da auch, dass das für die dann auch okay ist. Das finde ich ja, halt nee, so warte, heftig. Ne? ich bin noch einen Schritt weiter vorne, was ich so heftig finde. Der empfiehlt das etwas, was man seit Jahrzehnten immer wieder kleinen Kindern predigt, dass man das auf gar keinen Fall tun darf. Hm. Empfiehlt er erwachsenen Menschen und die Und die schlürfen machen das. das dann auch, ja. Also da, ich verliere da schon ein Stückchen weit meinen Glauben an die Menschheit. Ja, das kann ich sehr gut verstehen, ja. Aber die wollen schon wieder Frieden haben. Ja, wie gesagt, es mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass ich diesen naturwissenschaftlichen Hintergrund habe und weiß, wie gefährlich Chemikalien sind, aber ich komme da halt einfach nicht drauf klar, ey, wie... Also der Präsident der USA weiß das definitiv nicht. Nee. Er weiß definitiv nicht, wie gefährlich diese Chemikalien sind. Oh, und? Lol. Die ist einfach so an dir vorbeigelaufen mal wieder. Ja, ja, aber es kommt nicht mal die Meldung hinterhalt geschaltet oder so. Er ist einfach nur vorbeigelaufen. Hm. Ich glaube, du, diese Schlacht müssen wir tatsächlich schlagen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich werde jetzt erstmal versuchen. Der kriegt aber keine Verstärkung, ne? Ja, ja, ich werde jetzt aber trotzdem erstmal die eine da hier hindern. Die linke untere. Bleib du einfach bei ihm da mal, bei den Rugiern. Bleib da mal stehen. Nee, ich greife den jetzt an, also den, die Rugier. Dann kannst du die andere. Warum denn? Kannst du die anderen im Nachtangriff machen? Ach du Scheiße! Mach's nett, ne? Ey, das Spiel behauptet halt mal, ich hätte überhaupt keine Chance. Ja, mach's nett. Der hat so viel Fernkämpfer da drin. Komm. Ey, du, warte mal ganz kurz. Ich verstehe das. Ich will das kurz mal analysieren. Ich verstehe nicht, warum das Spiel sagt, ich habe keine Chance. Ich versuche das kurz. Hat der irgendwie eine Festung? Er hat eine Festung. Ja, weil wir auch sehr schwer spielen. Es ist halt nein, so. er hat eine Festung. Er ist in der befestigten Stellung. Ja, ja. Das ist doch nicht. Das habe ich von hier oben aus nicht gesehen. Ich hätte näher ranzoomen sollen. Ich erwarte eure Befehle. Ich krieg hier noch. Bleib mal da stehen, dass du unterstützen kannst, wenn ich ihn angreife. Ich krieg hier noch einen Vogel bei dem Spiel hier. Ja, der rennt ja jetzt weg, garantiert. Ja, dann ist das halt so, dann ist das okay. Dann soll der halt wegrennen. Soll ich in den Hinterhalt gehen oder nicht? Nee, mach ich nicht, ne? Brauchst du nicht. Ich traure gerade eben, ohne Witz. Ich bin auch ein bisschen desillusioniert. Jetzt habe ich mir diese geileren Einheiten hier geholt. Der rennt natürlich weg. Stell dich neben mich, komm. Warte mal bitte. Ich kann noch was anderes machen. Mhm. Ach, das ist die kleinere, die ich hier geslowt habe. La 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 la. Okay, drei Failure hintereinander. Ich erwarte eure Befehle. Man gönnt sicher sonst nichts, ne? Den habe ich übrigens geslowt gehabt, ne? Mhm. Na gut, aber das war eher der kleinere Trupp, der ist down. So, der hat Penis-Aids übrigens jetzt, der Typ. Na sehr gut, dann lass ihn doch einfach wieder nach Hause gehen. Ja, ich stelle mich jetzt wieder da neben deine Stadt, ja? Ja, das ist gut, da bin ich jetzt auch in Reichweite. Yikes.
Was brüllt denn der so? Was brüllt denn der so, der Typ? Okay, ich glaube, dann bin ich fertig. Habe ich übrigens vorhin gespeichert? Ich glaube nicht, ne? Ja, speichere einfach mal. Was soll schon schief gehen? Ich bin immer noch so desillusioniert. Ey, weißt du, das Schlimme ist, dieser Typ da, der kommt von da unten hochgelaufen und kann noch in die Lagerstellung gehen. Ja. Nachdem ein Hinterhalt ohne eine Meldung für mich nicht geklappt hat. Ich habe nicht mal eine Meldung bekommen, so von wegen Hinterhalt gescheitert, weißt du, gar nichts. Ja, ich meine, die Idee bei diesem Spiel ist ja natürlich auch so, dass, ne, es ist halt ein Spiel, wo es auf Bewegungsreichweite von Armeen halt ankommt, ne? Warum sollte man also der KI da in diesem wesentlichen Spielaspekt keinen Vorteil einräumen? Damit sie zum Beispiel ständig vor dem Spieler weglaufen kann, damit er keine Gefechte mehr schlägt, worauf sie auch in diesem Spiel irgendwie zusammenkommt. Ja. Solche Sachen, naja, egal. Naja, wir. Warum kriege ich hier eine Chatmeldung? Hä? Ich dann Ausrufezeichen. Also ich soll /help eingeben. Ja, in der Tat. Also das Spiel weiß schon sehr genau, dass ich hier gleich um Hilfe schreie. Oh nein. Oh, da hat die Dan platt gemacht. Oh. Ja, aber. Oh, die Dänen werden auch gerade belagert, guck mal. Von deinen Separatisten. Was? Deine Separatisten killen jetzt die Dänen. Vor allem, guck mal, das Geile ist, dass die gautischen Separatisten tatsächlich eine und dieselbe Fraktion sind. Und die haben nichts Besseres zu tun, als nach Epura kommt. Ey, es ist so dämlich. Es ist so doof. Ja. Nieder mit der Herrschaft der Gauten. Lasst uns das gautische Joch abschütteln. Auf nach England! Aber zuerst holen wir uns noch ein paar dänische Export-Zimtschnecken aus Eburacum. Oh, Vater. Es ist so traurig so eigentlich. Ach nee, das will ich nicht kaputt machen. Brägen betäubt. Brägen betäubt. Für die höhere Stufe brauche ich aber Eisen. Ich bin gerade sehr traurig, du. Ich bin gerade sehr traurig. Hier übrigens, ne, die Bluteber haben noch keinen Verschleiß bekommen. Hey, ich krieg plus 60 Beziehungen mit den Dänen. Woop, woop. Das ist ein sehr starker Vorteil. So, jetzt lass mich mal gerade gucken. Also, was sind das jetzt hier für Einheiten nochmal? Nordische Plünderer. Und dann nordische Pferdeplünderer. Okay, und das waren jetzt die. Alter, das sind doch einfach mal die besseren Einheiten, ne? Sag mal, wie lange lebt denn der Typ noch? Der ist erst 54, krass. Er hat ein Holzschwert. Das gibt ihm plus 3 Forschungsrate auf militärische Entwicklung. Ich weiß zwar nicht, warum ihm da ein Holzschwert hilft, aber wahrscheinlich verprügelt er damit die Forscher. Nicht zu glauben, ey. Aha, okay. Okay, also die Einheiten sind jetzt auch nicht ganz ohne. Und was ist das hier noch? Scharfschützen. Boah, Vater, ey. Okay. Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich diese Tischler ausbilden soll. Also dieses Tischlergebäude, weißt du, was ich meine? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf welchem Slot das gebaut werden kann. Ist mir ein Rätsel. Es ist irgendwie alles ziemlich kacke. Und das sind jetzt hier 1 Einheiten. Ach du Scheiße, ey. Mhm.
es steht halt auch nicht dran. Es gibt keine Erklärung dafür, wie ich das bauen kann. Also das grundlegende Gebäude wird schon nicht erklärt, weißt du? Hm. Wie ich das bekomme. Ach so, nee, warte mal. Die Plünderer, hä, das will ich doch gar nicht. Wo ist denn das Ding hier? Industrie? Das ist ja wieder so eins im Rad. Ja, das ist dann wieder so ein Hordengebäude. Noch ein Schnitzer? Nein, Kunsthandwerker. Ich will aber gar nicht diese Gebäude haben. Knochenschnitzer. Hm. Die Veneter sind jetzt weggefahren. Ah, Holzschnitzer. Ich frage mich wirklich, ob sie jetzt die Seuche mit nach Hause nehmen. Also er hat ja keinen Verschleiß bekommen durch die Seuche bisher, ne? Das ist natürlich auch Imbar. Mhm. Ja. Aber kann es sein, dass ich nur ein Gebäude desselben Typus in einer Stadt haben kann? Ja. Ah, das ist der Grund. Also du kannst die Gebäude nicht innerhalb der Stadt kombinieren. Also du könntest jetzt nicht zweimal eine Ziegenweide bauen. Nein, sowas. Ich kann nicht mal zweimal ein Gebäude der Kunsthandwerkerkette bauen. Das kann tatsächlich sein. Ja. Das würde es nämlich für mich tatsächlich hier erklären. Weil all diese Gebäude. Also das ist das Bescheuerte, ey. Die Stahlschmiede, als auch der Tischler, als auch der Knochenwerker, als auch der Kalkmacher, als auch der Korbmacher, sind alles ein und dieselbe Gebäudekette, nur halt jeweils fünf verschiedene Arme. Das heißt, ich kann in derselben Stadt nicht Fernkämpfer und Nahkämpfer ausbilden. Ich brech gleich ins Hornhuhn. Dafür brauchst du eine Nebensiedlung, ja, ich glaube auch. Ich breche gleich ins Horn. Das heißt, ich kann ja den Scheiß hier wieder umbauen und baue jetzt hier stattdessen einen Tischler, weil dann kann ich in der Zeit auch nochmal meine Fernkämpfer modernisieren. Wir sehen uns in 4 Turns. Ey, jetzt bin ich endlich dahinter gestiegen, was hier diese Einschränkung ist. Das ist ja auch zugegebenermaßen bei modernen Total War Spielen ja nicht mehr üblich, ne? Also bei Warhammer kannst du bauen, was du willst. Da ist ja nicht oh, du darfst nur ein Militärgebäude in deiner Siedlung bauen. Also, dann komme ich dann so raus, entschuldigen Sie, ich hätte da mal eine Frage. Warum? So. Es kann nur ein Handwerker in der Stadt geben. Warum? Ja, ja. Das ist einfach so bescheuert, wenn man drüber nachdenkt, ne? Ja, so ist es. Genau so ist es. Ich verlangsam den Penner da unten mal, okay? Jojo. Willkommenes Scheitern, was auch immer das schon wieder heißt. Das heißt, du kriegst trotzdem Erfahrungspunkte. Ja. Ich habe mich selten über Scheitern gefreut im Leben. Das hast du geschafft, sehr gut. Jo. Nee, ich habe nämlich vor, diese nordischen Schleuderer zu ersetzen gegen richtige Fernkämpfer. Weil diese Schleuderer sind ja Billo-Fernkämpfer, wie ich jetzt schon realisiert habe. Und auf die habe ich einfach keinen Bock mehr. Kritisch gescheitert. Die einzigen, die ich behalte, sind die nordischen Pikeniere. Weil obwohl die Billo sind, halten die halt mega krass die Linie. Ja, die Pikeniere sind nicht schlecht. Aber das musst du halt auch erstmal rauskriegen, dass das halt daran liegt. Ich habe immer gedacht, das liegt an den Farben. Und ja, es liegt auch irgendwie an den Farben. Oder was liegt es an den Farben? Nee, es liegt überhaupt nicht an den Farben. Die Farben sind völlig egal. Weil innerhalb der Gebäudekette sind halt die Farben total unterschiedlich. Manche sind rot, manche sind grau. Es ist nicht mal erkennbar. Also das Rot bedeutet auch nicht, dass das Gebäude sind, mit denen du Einheiten rekrutieren kannst. Weil auch der Knochenschnitzer ist rot. Und der macht nur Geld. Was die Sache irgendwie ziemlich fragwürdig und sinnlos macht.
Eieieiei. Jetzt haben wir 19 Folgen aufnehmen müssen, völlig verzweifeln und jetzt habe ich es gelernt. Aber ich möchte euch mal nochmal darauf hinweisen, Leute, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, gerade mal 40 oder 50 Stunden in dem Spiel. Das ist echt nicht viel. Das ist noch Selbstfindungsphase. Und das jetzt kommt der absolute Brain FUCK. Es fühlt sich an wie 2000. Ja, das ist leider wahr, ey. Es passiert halt nichts, ne? Die rennen halt die ganze Zeit vor dir weg. Wenn die wenigstens so versuchen würden, auf Augenhöhe zu attackieren, aber das machen die ja nicht. Die stehen ja lieber dann zu dritt hier in der dänischen Parkzone auf dem Meer rum. Ich sag halt mal so, ne? Ich bin damit einverstanden, dass die KI eine feige Sau ist, ne? Weil ich sag mal so, man kann jetzt auch schlecht sagen, okay, wir skripten die KI jetzt so, dass sie Armeen verheizt, Nee, ne? das soll sie ja auch nicht machen. Das wollen wir ja auch nicht. Aber jetzt mal realistisch gesprochen, ne? Die KI sieht halt einfach alles auf der Campaign Map und das ist das Problem. Da spielen wir mit ungleichen Karten, denn wir wollen natürlich auch nicht ein unnötiges Risiko eingehen, aber dadurch, dass die KI immer weiß, wo alle unsere Einheiten sind, dadurch kann sie halt so Sachen machen, dass sie sich so gerade so in der Randzone unserer, oh, die Briten sind Die Plätze KI abgeräumt. exploitet halt schlicht und ergreifend Ja, dass Hardcore. sie halt, also dadurch kann sie sich halt immer so gerade in der Randzone aufstellen, sodass wir nicht angreifen können. Und das ist das, was halt nervt, ne? Also, das ist der nervigste Punkt an der ganzen Nummer, ne? Wenn Weißt du, wir halt woran mich das wenigstens, erinnert? wenn da halt wenigstens gleiche Bedingungen herrschen würden, ne? Ja, bitte. Das erinnert mich an die Tabletop-Warhammer-Spieler, die ich teilweise als Gegner hatte, die wirklich eine halbe Stunde damit zubringen konnten, mit dem Zollstock exakt genau auszumessen, dass ich auch ja nicht in Angriffsreichweite komme, egal in welchen Winkel. Die wirklich von. Die da wirklich. Ich habe schon gesagt, ich sag mal, ich spiele gegen Vermessungstechniker. Weißt du? Das ist. Einfach, dass du ja keinen Spaß hast, aber sie dann zum Angriff kommen. Und dann jedes Mal dann quasi dann auch eine Diskussion anfangen, wenn ich sage quasi, ey, ich würde da immer noch rankommen. Oh, lass mich nochmal nachmessen. Ja. Genauso ist diese KI hier programmiert, damit der Spieler möglichst keinen Spaß hat. Der hat einen Agenten gekillt. Ich hab's gesehen. Ist er dann wirklich tot oder verletzt? Das muss nicht unbedingt sein. Also kann auch sein, dass er nur verletzt ist. Wenn er einen kritischen Erfolg hatte, ist er tuck. Was sagt denn die Meldung? Die Dänen gibt es übrigens immer noch. Jetzt kriegen die, Es war nur ein Erfolg. dank der gautischen Separatisten, bekommen die Dänen jetzt gleich dänische Separatisten. Das ist so wie Kinder kriegen, die Kinder kriegen, ne? Also, naja. Die Revolution frisst ihre. Nee, warte mal, die Revolution kriegt ihre eigenen Kinder. Ja, genau, also bin ich jetzt Revolutionsopa? Gewissermaßen, Ich habe nicht mal mehr einen Agenten, mit dem ich was machen kann, Günther. Ich klicke einfach auf Beenden und weine. ne? Weißt du, wenn wir noch ein bisschen länger spielen, dann falle ich in so ein Lachflash, dann liege ich am Boden und kichere nur noch für Stunden. Das ist so die Momente, wenn man seinen Verstand verliert, weißt Aber das ist der Tree, wo ich hin muss, ne? Weil ich will diese Huskarle haben. Ne? Ja, das muss ich machen, ne? Okay, warte mal. Und du? Du müsstest den doch killen können, oder? Hey, guck mal, das wieder so eine Separatistentruppe. Weißt du was? Wir besiegen die Welt mit meinen Separatisten. Was hältst du davon? Ich überschwemme die Welt einfach mit gautischen Separatisten und die bringen dann Rom zu Fall. Ich glaube übrigens, ich weiß, warum ich das nicht sehe, aber gut, ist egal. Ja, mach aggressiv, komm.
Ich glaube ja auch, dass auf so eine Art und Weise ja die ersten nordischen, germanischen Völker halt auch wirklich in den Süden gegangen sind. Weißt du, die waren unzufrieden mit ihrer Situation und sind halt nach Süden gegangen. Das waren auch Das ist Separatisten. gewissermaßen, ne? Muss so Ja, gewesen sein. würde ich auch mal so sehen. Alter, jetzt fehlen mir 2% Bewegungsreichweite. Boah, ich kotz, ne? Zwei Turns, also wir müssen auf jeden Fall danach nochmal zwei Turns spielen. In der Ja, Folge. wir müssen noch ein bisschen müssen wir noch spielen. Bisschen müssen wir noch. Ich habe auch bald meine Tech fertig und kann bald Huskane rekrutieren. Also so in 20 Runden bin ich soweit. Nur damit wir feststellen, dass die auch nichts können. Ich ahne es. Also vielleicht sind die wenigstens im Auto-Resolve stark. Das wird mir ja reichen. Ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen will ich auch ja gerade eben meine Einheiten alle umtechen, ne? Sodass ich da jetzt bessere Einheiten habe. Ich bin ja auch dazu bereit, da jetzt jedes Mal mein Rekrutierungsgebäude umzubauen. Auch wenn es eigentlich total lame ist, wenn wir ehrlich sind. Nur die Größten. Die Thüringer wollen schon wieder Frieden. Wahnsinn. So, Eburacum gehört jetzt den gaudischen Separatisten. Ah ne, die haben britische Separatisten gekriegt, okay. Oh Gott, die Pflichtruf, Thymios Auserwählte. Ja, mein Der General hat ist schon wieder. der hat mit dem Agenten deinen Gen gekillt, oder? Ja, Der. natürlich. Warum auch nicht? Du musst aufpassen, der ist immerhin Stufe 1 oder Stufe Jetzt muss ich 2. mal gucken, wo sehe ich denn, dass jetzt einer von denen meine Familie ist? Ich habe sie doch vergessen. Gauten. Ah, hier, ja, die Gauten. Ja, dann kann ich ja nur. Der Typ ist Meisterplaner. Oh. Hat immerhin schon mal List plus 1. Ja, dann nehme ich jetzt halt Ist ihn. der jetzt verletzt oder komplett Fritte? Weißt du, das Lustige ist, du sagst gerade in dem Augenblick Fritte und jetzt lese ich hier Frittigern. Ah, gut, Der, ja. ne, es ist einfach nur, ich weiß es nicht, der scheint verletzt zu sein oder so. Ich muss mal Okay, gucken. weil das war ja der Typ, der die Nachtgefechte hatte, ne? Ja, die habe ich jetzt halt nicht mehr. Die habe ich jetzt halt nicht mehr. Dafür habe ich jetzt hier wieder. Hä? Ach so, das hier kann ich mit dem machen. Ja, das ist jetzt alles eher so halbgeil. Ich guck gerade eben, ob der tot ist, ne? Ich würde sagen, der ist verletzt. Aber wissen tue ich es nicht. Ist denn der? Ach, ist egal. Oder? Nein, wo ist denn der Typ? Das sind schon wieder zwei Leute, die hier wieder mal nicht dazu in der Lage sind, loyal zu sein, weißt du? Ist doch zum Brechen. Naja. Turn beenden. Ah, ne, warte, ich habe meinen Agenten wieder. Roffel. Dann tue ich den da mal behindern hier. Gescheitert. Kann ich mit dem sie noch machen? Ach, der hat ein Level abbekommen. Und mein Agent hat jetzt übrigens alle technischen Möglichkeiten. Er hat jeden Skill, zwar nicht ausgemaxt, aber er hat jeden Skill. Echt gespannt, ob das jetzt mir irgendwas bringt. Mal kurz, was ist das denn jetzt? Wo kann ich den denn? Warte mal, hä? Moment mal, also Manipulate Agent, Deceive, ne? Okay, gut. Und wo ist dieser Deceive Skill? Woher kriege ich den?
Wo kriege ich da eine Boni für? Wo ist die Sieve? Den gibt's nicht, okay. Mhm, alles klar, dann nimmst du bitte den hier. Wenn du den assassinierst mit Assault, okay, oder manipulierst mit Oppressed 62 jeweils, okay. Dann kann ich ja sagen, also Oppress ist hier und hier. Dann geben wir ihm die beiden Skills. So, jetzt müsste er doch besser sein, oder? 72, genau, oder? Assault mit 72. So, ich assaulte den mal mit 72. Und kritischer Erfolg, okay. Dann ist der Typ schon mal weg vom Fenster. Und ich stelle mich mal hier wieder in die Lagerstellung. Weißt du, was halt auch total dämlich ist? Ich habe keine Meldung zum Tod dieses Generals bekommen. Ich weiß gar nicht, wie der gestorben ist. Es gibt keine Meldung. Da stand einfach nur, die Pflicht ruft, ne? Ja, genau. Ich hab gerade eben nochmal durchgeguckt. Ach doch, nee, warte mal. Hä? Nee, Armeefehlleiten gescheitert. Doch, warte mal, ich hab's gefunden, sorry. Es war bloß hier unter einem Reiter versteckt. Also, wie hieß der? Der. Thymios. Ja, da steht halt bloß dran, Thymios Auserwähle. Es steht nicht dran, welcher General das war. Ich finde den Typ gerade eben nicht mehr. Ich weiß nicht, welcher das war. Also, ob der jetzt tot ist oder verwundet? Ich weiß es nicht. Das ist der Admiral. Also, wenn ich den Typen raushau, dann hat er 19. Aber der ist ja. Ja, komm, das hat keinen Wert, ne? Mein General ist übrigens hardcore illoyal, ne, den ich jetzt bekommen habe. Der bekommt jetzt Halleluja. Ein Kommando und ist jetzt hardcore illoyal. Oh Gott. Ach ja, dieses Spiel. Ist es nicht schön. Du kannst auch gar nicht nachvollziehen teilweise, warum die illoyal sind. Es hat schon bei 2, ne? Und ich habe jetzt halt schon an meiner Frau gesagt, sie soll mal mit dem reden. Mit ihm schlafen. Wahrscheinlich. und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt halt noch was wird, ne? Also, stell dir mal vor, diese Armee rebelliert jetzt weg und klatscht dich weg. Dann war das aber die letzte Folge, Leute. Dann ist es rum. Ja. Das Beste ist einfach, dass deine getischen Separatisten jetzt halt eben Nordengland beherrschen. Es ist einfach so geil. Ich fass es nicht. Es ist einfach so geil. Ich fass es. Die sind besser als du, ne? Ich meine. Nein, ich finde etwas noch viel schlimmer gerade eben. Die Frau hat jetzt den Typen da die Loyalität verbessern sollen. Ja. Aber das hat anscheinend. Verlierst du Kontrolle? Jetzt verliere ich Kontrolle, weil ich weder eine große noch eine kleine Bestechung machen kann. Weil die olle Runa nicht genug Einfluss hat. Einfluss hat er. Ach Gott im Himmel. Ach Gott im Himmel. Könnte gerade schon ein bisschen kotzen, du. Ach nee, das ist Befiederung. Was kann ich denn jetzt hier... Jetzt kann ich ja theoretisch... nordischen Bogenkrieger ausbilden. Denkst du, die nordischen Bogenkrieger sind besser? Nee, als die Schleuderer? Als die Steinschleuderer auf jeden Fall. Meinst du wirklich? Ich glaube schon, oder? Die haben also mehr Skills, ja. Aber eigentlich sind die überall nominell schlechter. Dann behalt die Schleuderer. Also, du, ich glaube auch nicht, dass das in der Situation immer den riesen Unterschied halt macht, ne? Ja, ich frage mich halt bloß, warum ich den Scheiß denn überhaupt ausbilde, weißt du? Du brauchst auf jeden Fall. Ich hol mir jetzt einen eigenen Unnager.
Mal hier Missile Infantry. Ja, du hast halt auch einfach, es gibt keine Alternative zu den nordischen Bogenkriegern oder den Schleuderern. Ja, das ist... Es gibt keine Alternative. Die sind absolut ident. Also das ist die einzigen, das sind die einzigen Fernkampfeinheiten so, die wir so bekommen können. Ne? Ja. Ich sehne mich nach einem Kampf. Yikes. Einfach nur Yikes. Na, immer, da bist du auch noch ein Nonager. Das nagt an mir. Aber Günther, wir sind schon bei 35 Minuten, ne? Ja. Gib mir noch einen kleinen Moment. Mhm. So. Dann machen wir hier Schluss und sehen uns im nächsten Teil wieder. Und ich sag bis dann, macht's gut und Pax Vobiscum. Also alles Gaute, bis zum nächsten Mal. Pax Vobiscum, Valete. Ja, alles Jüte, mach's gut.